Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Ministerin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, hinter uns liegen lange, harte, aber auch faire Haushaltsberatungen. Deshalb gleich zu Beginn ein herzliches Dankeschön an meinen Mitberichterstatter Michael Leutert, Ekin Deligöz und Uli Gottschalk. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Und meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, dass wir mit dem Ergebnis zufrieden sein können. Auch in diesem Jahr und damit das dritte Jahr in Folge im Plan, einen Haushalt ohne neuen Schulden vorzulegen, ist alles andere, nur keine Selbstverständlichkeit. Und das heißt, dass der Bund im nächsten Jahr erneut mit den Einnahmen seine Verpflichtungen erfüllt und ohne Neuverschuldung auskommen wird. Durchaus und stolz dürfen wir hier auch sagen, dass es richtig und gut ist und dass die Koalition die Finanzen fest im Griff hat. In den nächsten Jahren, meine sehr verehrten Damen und Herren, steht die Finanzpolitik gesamtstaatlich dennoch vor großen Herausforderungen. Um die finanziellen Belastungen der nächsten Jahre tragen zu können, bedarf es deshalb auch weiterhin ein Stück weit Haushaltsdisziplin. Und meine Damen und Herren, wer die letzten Tage hier immer wieder mal im Plenum war, hört vieles und hier und da die Aussagen, wir investieren zu wenig in Deutschland. Ich denke, wir investieren so viel wie nie, eine Investitionsquote von 11% gesamtstaatlich, aber auch im Einzelplan 17. Trotz vieler gesetzlichen Aufgaben wird investiert. Wir investieren in die Kitas, in die Kindertagesbetreuung. Die Ministerin hat es gerade angesprochen, mit über 2 Milliarden Euro, weit über 2 Milliarden Euro. Ich will aber nur darauf hinweisen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dies sind eigentlich originäre Länderaufgaben. Originäre Länderaufgaben, wir unterstützen die Länder und die Kommunen dabei, wir machen das gern und wir investieren hier in unsere Zukunft, in unsere Kinder und unsere Jugendlichen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und wir machen das auch gerne. Und wenn wir nun den gesamten Einzelplan 17 betrachten, bewegen wir uns bei ca. 9,5 Milliarden. Es ist von der Finanzhöhe her der siebtgrößte Etat vom Bund. Das ist nicht ohne, das kann sich sehen lassen. Und zum Regierungsentwurf wurde dieser Plan nochmal um ca. 330 Millionen Euro angehoben. Der Aufwuchs des Einzelplans besteht im Wesentlichen auf die Verbesserungen der gesetzlichen Leistungen, deren Inanspruchnahme bei Kinder- und Elterngeld. Das Elterngeld ist wahrlich ein Erfolgsmodell. Es rührt vieles daraus und man kann auch freudig feststellen, dass die Geburtenzahl in Deutschland steigt. Und da freuen wir uns alle drüber und wir freuen uns auch, dass dieser Ansatz auf 6,4 Milliarden angehoben wurde. Ich freue mich, ich habe es gesagt, dass wir bei den gesetzlichen Leistungen nachbessern konnten, auch mussten, denn das zeigt eindrucksvoll, dass die gesetzlichen Leistungen, die wir anbieten, auch wirken. Weiter ist es im parlamentarischen Verfahren gelungen, zusätzliche Impulse für bürgerschaftliches Engagement zu setzen und im Rahmen der vielfältigen Programme weitere Akzente zu setzen. Und es hat uns alle besonders gefreut, dass wir gerade bei der Jugendverbandsarbeit den Stand des letzten Jahres wiederherstellen konnten. Viele von uns hatten ja diese Anschriften da. Dies war mir und war auch uns, den Berichterstattern, besonders wichtig, denn ich denke, uns ist es bewusst, aber draußen wird es wahrscheinlich vielen gar nicht bewusst sein, welch gute Arbeit die Jugendverbände in unserem Land leisten. Sie unterstützen nicht nur, sie schaffen Vertrauen, geben Halt und geben vor allem Kameradschaft, das auch mit dazugehört. Aber nicht nur die Jugendverbandsarbeit wurde aufgewertet, sondern auch der gesamte Kinder- und Jugendplan erhält eine Erhöhung von ca. 30 Millionen Euro zum Regierungsentwurf. Damit steht ein Gesamtvolumen von ca. 178 Millionen in diesem Bereich zur Verfügung. Mit diesen Mitteln konnten beispielsweise die Erhöhung der Jugendmigrationsdienste auch gewünscht wieder durchgeführt werden oder die Erhöhung bei den Mitteln für die C1-Sprachkurse, die auch dringend notwendig sind. Und zudem ist es uns gelungen, die Bundesstiftung Mutter und Kind ein Stück weit weiter zu unterstützen.
Und meine sehr verehrten Damen und Herren, als vierter Redner, und es wird heute noch oft kommen, ist es mir natürlich wichtig, zum Unterhaltsvorschussgesetz auch zu sprechen. Ich denke, wir sind uns hier alle einig. Es muss eine Verbesserung her. Wir wollen die Alleinstehenden natürlich weiterhin unterstützen. Und dass es besser ist und, ich sage einmal, fast antiquiert ist, wenn man bei 12 Jahren aufhört und eine Begrenzung von 6 Jahren hat, da sind wir uns ja alle einig. Und über die finanzielle Belastung der Länder ist gerade gesprochen worden. Es gibt anscheinend hier eine Einigung. Aber mir geht es hier explizit auch um die Belastung derjenigen, die dieses Unterhaltsvorschussgesetz dann auch durchführen müssen, nämlich die Kommunen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Überlegt es mal, innerhalb der kurzen Zeit, wir haben ja jetzt Ende November, wenn alles schnell und gut geht, dann kommen wir irgendwann Mitte Dezember zu einer Beschlussfassung. Anfang Januar soll das wirken. Die Kommunen müssen das machen. Vor allem fehlt das notwendige Personal. Also ich bin absolut mit dabei. Da geht es nicht um 100 Millionen. Die investiert man sehr, sehr gerne. Aber ich habe halt meine Bedenken, dass man es in der Kürze der Zeit auch dementsprechend durchführen kann. Und des Weiteren werden, Frau Ministerin, bei aller Wertschätzung, wenn man es auch rückwirkend macht oder dass die Kommunen es rückwirkend machen können, es werden Erwartungen geweckt. Es werden Erwartungen bei denjenigen geweckt, die den Unterhaltsvorschuss erhalten. Und wenn die Kommunen es erst schaffen, innerhalb einem Vierteljahr oder einem halben Jahr das rückwirkend auszuzahlen, dann verursachen wir riesengroßen Ärger, der auf uns zurückkommt. Darum bitte ich hier noch mal neu zu überlegen. Und vor allem, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir nachdenken. Es ist ein Unterhaltsvorschuss. Über die Rückholquote, da steht gar nichts. Noch gar nichts. Ich habe das jedes Mal angesprochen. Und wenn wir von einer Rückholquote in Bayern von 36% sprechen und in Bremen von 11%, dann gibt es in unserem Land, meine lieben Freunde, irgendwo einen Verbesserungsbedarf. Und das, meine lieben Freunde, muss einfach geregelt werden. Das muss geregelt werden, und dann bin ich, und da sind wir uns ja alle einig, sind wir mit dabei, diese Verbesserungen durchzuführen. Zum Programm Demokratie leben, lieber Michael, natürlich sind wir da beieinander. Es ist notwendig, immer mehr. Der Extremismus kommt auf allen Seiten auf uns zu. Hier müssen wir mit guten Programmen dieses Programm Demokratie leben, im wahrsten Sinne des Wortes mit Leben erfüllen. Dann sehe ich hier eine gute Chance auch für dieses Programm. Und ich sagte eingangs, dass wir mit diesem Ergebnis zufrieden sein können. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir über den Etat des Familienministeriums, Familie, Frauen, Jugend und Senioren sprechen, da müssen wir auch ein Stück weit über die Generationengerechtigkeit sprechen. Und die Generationengerechtigkeit bedeutet für mich auch, auf Dauer, solange es geht, nur das Geld auszugeben, das uns zur Verfügung steht. Das heißt, keine neuen Schulden. Es ist auch lange so festgehalten. Und für mich persönlich wäre es noch gut, wenn wir in den Schuldenabbau ein Stück weit mehr einsteigen würden. Denn wenn wir uns verpflichten, jährlich eine gewisse Summe einzustellen, meine lieben Freunde, dann geht es. Das wäre machbar. Natürlich ein Stück weit eine Steuerentlastung gehört auch mit dazu, aber auch eine Rücklagenbildung. Irgendwann müssen wir damit anfangen, dass wir dieses Geld, das der deutsche Steuerzahler erwirtschaftet hat und über das wir verfügen dürfen, dementsprechend auch anlegen, dass wir nicht sagen, wenn es einmal in einem Jahr oder in 2 Jahren das absehbar ist und schlechter geht, sofort wieder mit Steuererhöhungen kommen. Es wäre dann angesagt, wenn wir hier ein Stück weit ausgleichen könnten. Das ist für mich generationengerechte Politik für unsere Zukunft, für unsere Jugend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Menschen in Deutschland wollen eine stabile Politik, sie wollen eine stabile Finanzpolitik, die nachhaltig mit einem maßgeblichen Beitrag für die Gesellschaft hier bei uns ist. Für diese stabile Finanzpolitik steht
die jetzige Regierungskoalition. Ich bedanke mich nochmals für die gute Zusammenarbeit und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Als nächste Rednerin spricht Ulrike Gottschalk für die SPD-Fraktion.